gerne begrüßen. Wer mich noch nicht kennt, möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Pittlach, Christine Pittlach, und ich darf die Trauung heute für die Maria und für den Oliver hier durchführen. Ich habe es selber erst vor 10 Minuten erfahren, die Trauung hier heute vornehmen zu dürfen, und freue mich und habe jetzt doch in der Kurzfristigkeit mit Hilfe eurer Freunde noch etwas geschrieben, beziehungsweise möchte das jetzt euch heute anlässlich eurer Eheschließung vortragen. Liebe Maria, lieber Oliver, nun sind es schon einige Jahre, in denen ihr seid ein glückliches Paar. Genau 3 Jahre sind vergangen, seitdem eure Liebe hat begonnen. Wir alle wissen, und das ganz genau, Maria ist für Oliver die richtige Frau. Steht heute vor mir als Bräutigam, Braut, schön, dass ihr euch endlich traut. Eins ist auf jeden Fall für mich ganz klar, ihr seid wirklich ein schönes Paar. Nun seid ihr bereit, den Schritt zu wagen, um Ja zu euch und eurer Liebe zu sagen. Nun seid ihr nicht mehr nur ein Liebespaar, sondern fortan auch ein glücklich vereintes Ehepaar. Die wilden Jahre sind nun endgültig aus. Von nun jetzt an herrscht Sitte und Ordnung im Haus. Ich beglückwünsche euch zu eurem Mute und wünsche euch von Herzen alles Liebe und Gute. Auf das eure Liebe wird immer bestehen und auch im hohen Alter wird nicht vergehen. Aber es gibt noch so manches, nach dem ihr euch müsst richten. Ich spreche da von ehelichen Rechten und ehelichen Pflichten. Spitzt die Ohren und nehmt's mit Humor. Ich trage euch jetzt eure Zukunft vor. Lieber Oliver, sollst von nun an deine Maria nur noch auf Händen tragen. Wieder Worte darfst du in Zukunft nicht mehr wagen. Überhäufen sollst du sie mit tollen Geschenken und bei Tag und Nacht nur noch an sie denken. Sei zu deiner angetrauten Frau immer lieb und nett und bring ihr deshalb das Frühstück stets ans Bett. Du sollst immer zur Stelle sein, um sie zu beschützen. Ist sie traurig, kann Anlehnen an deiner starken Schulter nützen. Darfst nicht den Kopf verdrehen nach anderen Frauen. Jetzt gilt es ausschließlich Marias Antlitz anzuschauen. Willst du wie in früheren Tagen alleine ausgehen, musst du ab jetzt deine Gattin anflehen. Auch du, Maria, hast jetzt einiges zu machen. Willst du mit diesem Mann auch in Zukunft leben? Sollst deinen Göttergarten nur rundum verwöhnen und ihm nur das Allerbeste gönnen. Deshalb sollte man Oliver nie hören übers Essen klagen. Maria, du weißt ja, Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Sollte deinen Mann mal ein Wehwehchen plagen, wirst du liebevoll ihn pflegen an diesen für ihn ach so schlimmen Tagen. Bewundere ihn auch stets, das wird ihn entzücken und er wird nie mehr von deiner Seite rühren. Zeig dich stets beeindruckt von all seinen Fähigkeiten, nicht nur jetzt, sondern auch in kommenden Zeiten. Gleichberechtigung sollte herrschen bei der Hausarbeit, Putzen, Spülen, Wäsche waschen sind dann nur noch eine Kleinigkeit. Geht's im Alltag auch manchmal ganz schön rund, Abwechslung schafft dann eine romantische Stunde. Ich hoffe, die Mühe umeinander wird euch nie zu viel, denn eine glückliche, harmonische Ehe ist euer beider Ziel. Dazu wünsche ich euch alles Glück der Welt und dass eure Beziehung ein Leben lang hält. Bedanken möchte ich mich noch für euer Vertrauen, dass ihr euch lasst heute von mir fürs Leben trauen. Dieser Tag heute erfüllt mich voller Stolz und Glück, denn ich gehe mit euch heute ein bedeutendes Stück. Liebe Maria, lieber Oliver, ich darf euch jetzt bitten, für das Jawort aufzustehen. Gib sie her. Maria. Ja? Gib sie her. Es geht. Es geht. Danke. Lieber Oliver, ich frage dich, möchtest du die Ehe mit Maria eingehen? Ja. Und Maria, ist es dein ganz freier Entschluss, die Ehe mit Oliver einzugehen? Ja. Ihr habt meine Frage klar und deutlich vor allen Anwesenden bejaht. Ich erkläre euch nun Kraft Gesetzes zu rechtmäßig verbundenen Ehen. Hm.
Strafe des Aufträge. Ihr dürft euch jetzt eure Ehre hier einstecken. Ja, ich möchte Ihnen auch ganz herzlich gratulieren und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und für Sie ein Lied.